im Schatten sind immer. Immer kalt im Schatten. Im Schatten ist immer kalt. Bei mir ist immer aber kalt. Nachher, wir sitzen in Sonne. Weil es ist immer warm. Wir sitzen dann in Sonne. Ja, ja. Sie, das ist Fleisch. Er ist nur Burmesen. Nur Myanmar-Fleisch. Dankeschön, Herr Schaum. Sehr nett. Sehr nett. Hey. Hey, Sisse, lächeln. Beautiful. Ja. Super, awesome. Hallo. Ja, genau, das wird man haben. Warte. Süß. Sehr süß. Super. Ah, ja, ja. Vorsicht, Vögel. Beißen. Beißen. Vögel nicht hineinwerfen, auch keine kleinen burmesischen Frauen. Die sind Deutsch nicht schön. Super. Ja.
Super. Auf der Faust des Falkners zu landen, um sich von dort seine Beute. Die Behörde kontrolliert uns dementsprechend ein paar Mal im Jahr. Mit dem Wind hätte er keine Möglichkeit zu lenken, geschweige denn zu bremsen. Denn in der freien Natur ist nur jeder 10. bis 14. Jagdflug auch erfolgreich. Das heißt 7 bis 9 Stunden Jagd täglich, um den Nahrungsbedarf für sich. Unseres Planeten, denn der Wanderfalke, der reicht in seinen Stein oder... sagen, diese Geschwindigkeiten erreicht er in der freien Natur nur aus großer Höhe, um bei dem schadhaft werden zu können. Da darf dem Falkner kein Fehler passieren. Passiert ihm hier ein Fehler, ist dieses Federspieltraining sofort beendet. Der Greifvogel muss lernen, zur Verfügung nicht aufzustehen, aber... Und jetzt ist nicht nur... Aber nicht. Wir haben über 50 Greifvögel stationiert. Ist das genau. Greifvögel tröpfen. Auch wenn sie keinen eigentlichen Kropf haben, so haben sie eine dehnbare Speiseröhre, in der sie alles aufnehmen. Haut, Federn, Knochen, ein oder andere Süßigkeit dabei und die versucht er sich zu holen. Und er setzt seinen Willen durch. Sie sind auch sehr treue Tiere, das heißt, hat sich so ein Rabe mal ein paar andere Greifvögel bis hin zur Adlergröße derartig lange, bis dieser seine Beute loslässt, die er in den Fängen hält. Ich zeige Ihnen das. Ich werde ein Stück Nahrung nach oben schmeißen. Er fängt es dort und er köpft es auch dort oben. Denn dort oben kann es ihm keiner wegnehmen. Und wir Falkner, wir zeigen Ihnen keine Kunststücke, wie durch einen brennenden Reifen zu fliegen. So bekommt auch unser Schwarzmilan seine wöchentliche auf Nahrungssuche. Ein Dankeschön an unsere Raben. Verfüttern wir ein Tagesgut. Zack, da hat das auch. Sehr schön. Die männlichen, die werden bekanntlich nicht benötigt. Und so können wir. Hat der Milan sehr breite Schwingen und einen sehr, sehr wendigen Stoß. Mit dem ihm schnelle Richtungswechsel durchaus schnell gelingen. So ist er für andere Greifvögel kaum zu erreichen. Und Schwarzmilane, die leben immer in Gewässernähe. Das heißt, die ernähren sich von kleinen Fischen, Kröten, Fröschen und Kaulquappen. Und mein Kollege, der wird es probieren. Dann achten Sie mal auf deren Köpfe. Ganz besonders auf die Nasenlöcher. Denn dort kann man hindurchschauen. Und das hat auch seinen Grund. Denn dort, wo der... und ständig brechen, so hat Mutter Natur ein bisschen mitgedacht. Und das kommt uns zugute. Denn Truthahngeier, die zeigen ihre Emotion über die Farbe am Kopf. Und ist er so wie heute, schön himbeerfarben, dann ist er gut gelaunt. Dann besteht für uns überhaupt gar keine Gefahr. In verschiedenen Ländern, auch zum Beispiel in Deutschland, Italien. Dass der Hund effektiver ist. Und, das war knapp. Hat man dann den Truthahngeier. Na, die Rollen sind noch nicht so wirklich verteilt. Du bist fürs Fliegen zuständig, ich fürs Reden. Zu meiner Kollegin auch noch finden. Davon bin ich fest überzeugt. Das sieht gut aus. Sehr schön, ein Dankeschön an unsere Trutis. Mondes oder das einer Straßenlaterne wird in diese Augen aufgenommen und das funktioniert dann wie ein Nachtsichtgerät. Das ist der erste gute Grund für eine erfolgreiche Jagd. Der zweite gute Grund, das variiert die Luft derartig. Ich hoffe, man hat nichts gehört. Derartig, dass das wie ein Schalldämpfer wirkt. Und einen
großen, wendigen Stoß. Und wenn wir uns... anschauen. Die Beine, die sind sehr lang. So ist es dem Wüstenbussard auch noch möglich, Beute in Erdbauten zu verfolgen. Bei uns wäre das der Kaninchenbauch. Da wo der Parasaur herkommt, ist es der Präriehund. Und dann einfach weggehen. Wird sich nicht aufmerksam machen, wird auch die Arme vor dem Bauch verschränken und Shakira, die wird ihr unaufgefordert folgen. Und sie weiß, bleibe ich in der Nähe beim eigentlichen Bein, nämlich sein Fängen. Denn so ein Adler, Zorro, hat eine Druckkraft von bis zu 500 Kilo pro Quadratzentimeter in seinen Fängen. Die wurden mit der Zeit zu Laufbeinen umfunktioniert. Das heißt, der regelt damit seine Körpertemperatur und isst dem ins Gefieder ein und kann so noch gemeinschaftlich mit der Gansart, das kann man ganz gut erkennen. Der lange Hals, der ist. Und warum erreicht oder warum muss so ein Gänsegeier so eine Höhe erreichen? Der Grund ist Ortswechsel. Kommt immer darauf an, ein großer Ober. Dass die im Wind mitwippen. Die versuchen den bestmöglichsten Wind. Achtung, rechts vor links. Den bestmöglichsten Wind. Ein letzter Punkt von unserer Monika. Und bei unserer Froni, da können wir das ganz schön sehen, wenn unsere Froni noch einmal. Achtung mal auf die äußeren Fingerfedern. Auf der Faust mit unserem Manni. Den Manni, den darf man nicht anfassen, aber sie können sich mit ihren Liebsten dort fotografieren lassen. Und meine Kollegin, die hat noch eine Tasche dabei. Ich sag's, wie es ist. Wir erfahren hier weder Unterstützung. Sonne, du musst lächeln sehen, sonst... Er tut da nichts. Und redet so viel wie du. Ja, und redet so viel wie du, eindeutig. Nein, jetzt nicht. Danke schön. Danke.